Hier steht er. Pfui, der Strubbelpeter. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr. Kämmen ließ er nicht sein Haar. Wie er ist, geht er zu Bett. Findet ihr denn sowas nett? Hüpft herum auf der Matratze wie die wilde Pantherkatze. Eine Mähne wie ein Löwe. Fliegt so hoch wie eine Möwe. Hüpft dann wieder wie ein Floh. Und piekt vielleicht noch irgendwo. Rechts um, links um, geradeaus, stehen, liegen, so ein Graus. Huppt nach vorne, huppt zur Seite, oben, unten, in die Weite. Steh auf, Männchen, Hampelmann, halt jetzt mit dem Strampeln an. Pfui, ruft da ein jeder, garstiger Struffelpeter. Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern, Wolken, Schwalben schaut er aufwärts allenthalben. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans, guck in die Luft. Schaut zum Himmel unverwandt, kam ein Hund dahergerannt. Bautz, badautz, da liegen zwei, Hund und Hänschen nebenbei. Doch bekümmert's ihn nicht viel, weiter geht das lustige Spiel. Ging er an Ufers Rand mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog. Also, dass er kerzengrad immer mehr zum Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr, alle drei. Halt! Das ist noch gut gegangen. Und die Fischlein sehen's mit Bangen. Halt! Kein Schritt! Doch plumpste Hans stürzt hinab, kopfüber ganz. Die drei Fischlein sehr erschreckt haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück, da kommen zwei Männer aus der Nähe herbei. Sie sehen das arme, nasse Kind. Sie rennen, laufen ganz geschwind. Sie springen wie zwei Känguru auf den pitschpatschnassen Jungen zu. Und sie haben ihn mit Stangen in dem Wasser aufgefangen. Tät's nicht so nette Leute geben, Hänschen wär nicht mehr am Leben. Jeder hat nicht solch ein Glück, dass man ihn bringt an Land zurück. Und wer so unvorsichtig war, bringt leicht auch andere in Gefahr. Hilfsbereit die Männer sind, als wär es für das eigene Kind. Sie ziehen ihn raus mit aller Kraft und endlich, endlich ist's geschafft. Er ist gerettet, Gott sei Dank. Nach Hause schnell, sonst wirst du krank. Die Retter taten ihre Pflicht. Ein Danke hört man leider nicht. Sie gehen an die Arbeit wieder. Dem Hänschen schlottern alle Glieder. Hans und Tasche sind ganz nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft dem armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern, von den Armen. Und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei. Streckens Köpflein aus der Flut, lachen, dass man's hören tut, lachen fort noch lange Zeit und die Mappe schwimmt schon weit.
hier sieht man sitzen in der Stub den lustigen Suppenkasperbub. Er hat, wie man ganz deutlich sieht, einen richtigen Löwenappetit. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Die dicke Köchin freut sich sehr, sieht sie den vollen Teller leer. Sie lobt den guten Appetit, fast isst er noch den Löffel mit. Nun gib doch schon den Teller her, ich bringe dir ja gern noch mehr. Der Kasper ist recht wohlgemut, denn jedes Essen schmeckt ihm gut. Die Püppchen sehen das sehr gern, sie lieben ihren starken Herrn. Als die Eltern fortgegangen, hat das Unglück angefangen. Auf einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ich kann die Suppe nicht mehr sehen. Ich will viel lieber spielen gehen. Seht, wie der Junge sich benimmt. So wie ein kleines Kind bestimmt. Er zieht ein mürrisches Gesicht. Die gute Köchin glaubt es nicht. Du isst doch wieder gut, nicht wahr? Sie streicht ihm freundlich übers Haar. Er riecht daran, nimmt keinen Biss. Nun isst doch lieber, Kasper iss. Er springt herum vom Teller fort und läuft zum kleinen Bärchen dort. Das Zwerglein auf der Leiter schaut gar nicht mehr so heiter. Am nächsten Tag, ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Und er fing wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ich kann die Suppe nicht mehr sehen. Ich will viel lieber spielen gehen. Dürft ihr wohl auch so bockig sein? Ganz sicher nicht, ich glaub's nicht, nein. Die Köchin war schon recht ergrimmt, weil Kasper keine Suppe nimmt. Isst jetzt, so geht es ja nicht mehr. Isst schnell den Suppenteller leer. Er riecht daran und schiebt ihn fort und hört nicht auf der Köchin Wort. Ich esse nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Er geht zum kleinen Bär geschwind. Der Doktor denkt, was hat das Kind? Am vierten Tag, oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch eh die Suppe kam herein, schon fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ich kann die Suppe nicht mehr sehen. Ich will viel lieber spielen gehen. Er strampelt wie ein kleines Kind, so trotzig wie die Babys sind. Wie kann man nur so bockig sein? Ach, Kasper, isst dein Süppchen fein. Die gute Köchin um ihn bangt, weil Kasper gar nichts mehr verlangt. Iss nur die Suppe, iss sie doch. Du wirst sonst krank, oh, glaub mir doch. Schaut nur das mäklige Gesicht. Er isst die Suppe wieder nicht. Er springt herum und läuft zum Bär. Ich fürchte um den Kasper sehr. Am fünften Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er konnte vor Schwäche kaum noch schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Des Doktors Blick ist sorgenschwer. Dem Kasper hilft nun gar nichts mehr. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am selben Tage tot. Eine reizende Familie. Sohn, Papa, Mama, Ottilie. Der Vater ist sehr abgespannt. Der Mutter ist das wohl bekannt. Und sie zittert immer schon. Geht's mit Vater und mit Sohn? Sanft teilt sie die Suppe ein. Philipp, lass das Zappeln sein. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Ja, der Philipp sagt's zum Schein, er will heute artig sein. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Es scheint zu gehen, wie man sieht. Also guten Appetit! Eine Fliege schwimmt im Essen. Philipp, hast du ganz vergessen, dass der Vater Ruhe braucht? Besänftigend die Mutter haucht. Die Fliege hab ich übersehen. Man muss das Kind auch recht verstehen, so spricht Mama, die Gute. Philipp verdiente jetzt die Rute.
Au, ich hab mir den Mund verbrannt. Philipp, nicht gleich rumgerannt. Die Suppe wird bald kälter sein. Setz dich hin, Philippilein. Der Vater hält sich sehr zurück. Das ist immer Philipps Glück. Isst du jetzt nicht still und fein, willst du nicht bald ruhig sein, setze ich dich ganz allein. Dieses ist kein Reitstall hier. Sitze still, ich rate es dir. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Diese Kippelkappelei macht mir noch den Stuhl entzwei. Vater, lieber, ach, beruhige dich. Philipp, bitte denk an mich. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Zum Wohl, auf unseren Frieden. Er ist euch nicht beschieden. Kaum, dass der Vater essen will, sitzt Philipp wiederum nicht still. Die Eltern sind nun sehr erregt, auch Philipp ist jetzt sehr bewegt. Er freut sich, dass er zappeln kann und spielt nur noch den wilden Mann. Alles ist bei ihm Theater, armer, hungriger Vater. Bewegung hält das Leben frisch, drum laufen alle um den Tisch. Der Vater ist so gern in Ruhe, doch kommt und kommt er nicht dazu. Sein Appetit, der war so groß, Familienzusammenstoß. Schlimmeres kann es nicht mehr geben. Na, wir werden's ja erleben. Auf Regen folgt stets Sonnenschein. Die Mutter renkt es mühsam ein. Und sie blicket wieder stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp denkt bei sich, Ruhe geben kann ich nicht. Stille sitzen ist kein Spaß. Langeweile macht mir das. Halt das Tischtuch! Halt es fest! Dem Vater gibt es fast den Rest. Hat Philipp einen Frosch gegessen? Er zappelt wieder wie besessen. Jetzt gibt's ein Donnerwetter gleich. Philipp, Philipp, jetzt entfleuch. Der Vater, der ist wirklich gut. Wie unterdrückt er seine Wut. Der Vater sei ein Beispiel dir, ganz anders als der Philipp hier. Trink ein Schlückchen Wein, mein Lieber, sonst läuft dir die Galle über. Ist dir besser? Hilft es schon? Er ist ja unser lieber Sohn. Philipp fängt schon wieder an, strampelt wie ein Hampelmann und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Seht ihr, lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Seht nur her auf diesem Bild. Ja, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Ah, jetzt sind wir in der Stub von dem Daumenlutscherbub. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wiederkomm. Konrad denkt, geh nur, Mama, bin ein großer Junge, ja. Und vor allem, Konrad, hör, lutsche nicht am Daumen mehr. Ach, ich hab es gar nicht gern, tu es nicht, bin ich auch fern. Auch dem Daumen tut's nicht gut, wenn man daran lutschen tut. Denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Das Versprechen gab er leicht. Ob es auch zum Halten reicht? Und zufrieden winkt Mama. Und der Konrad, der bleibt da. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund. Ach, wie schmeckt der Daumen gut. Konrad lutscht mit frohem Mut. Oh, der Däumchen hab ich zwei. Alles ist mir einerlei. Daumenschneider gibt es nicht. Kommt auch nie bei hellem Licht. Ach, wie freut sich da das Kind. Lutscht an beiden auch geschwind. Und vor Lust und Freude ganz tanzt es einen Daumentanz. Eine Schere schleicht sodann langsam mit nem Bein heran. Bautz, da tritt ja einer auf. Oh. Und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in die Stub zu dem Daumenlutscherbub. Eine Schere, groß und schwer, bringt der Daumenschneider her. Sowas? Ma,
macht er einen Sprung über unseren kleinen Jungen. Konrad denkt, was will der hier? Ich tue ihm nichts, was will er mir? Spielst du durch das Zimmer, zeck, steck ich meine Dolchen weg. Zick, zapp, schnipp, schnapp, Daumen ab, Daumen ab. Gib ihn her, gib ihn her, ist nicht schwer, ist nicht schwer. Springt wie ein Heuschreck hin und her, als ob ich ein Sprungbrett wär. Nein, du ulkiges Gesicht, meine Daumen kriegst du nicht. Doch der Schneider springt von Nacht, gleich, 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 ist's gemacht, ist's gemacht. Weh, jetzt geht es klipp und klapp, mit der Schere die Daumen ab. Mit der großen, scharfen Schere, hei, wie schreit der Konrad sehr. Siehst du wohl, das kommt davon. Lutsche nicht, mein kleiner Sohn. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht er dort, die sind alle beide fort. War er da, der Daumendieb? Konrad, ich behalte dich lieb. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Die Mutter hatte sie ermahnt, als hätt ihr Schlimmes schon geahnt. Oh, spiel mit Feuer nicht, pass auf, Paulinchen hörte gar nicht drauf. Sie dachte nur bei sich ganz still, jetzt mach ich alles, was ich will. Paulinchen tanzt in leichtem Schritt und Miens und Mauns, die tanzen mit. Im Walzertakt will sie sich drehen, die Kätzchen können's grad so schön. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und Sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie hübsch und fein, das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan. Und Miens und Mauns, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, 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 miau. Lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht. Die Hölzchen brennen hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Miens und Mauns, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Miens und Mauns, die schreien gar jämmerlich zu zweien. Herbei, herbei, wer hilft geschwind? In Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 miau. Zu Hilf, das Kind brennt lichterloh. Doch niemand hört es weit und breit. Wie tut das Kind den Kätzchen leid? Sie läuft im Zimmer hin und her. Wo rettet sie denn keiner mehr? Was wird geschehen, wenn niemand naht? Die Kätzchen wissen keinen Rat. Sie zittern jetzt wie Espenlaub. Hört keiner sie? Sind alle taub? Warum konnte sie nicht folgsam sein? Der Rauch hüllt sie nun völlig ein. Vom Feuer wird sie müde nun und legt sich hin, um auszuruhen. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuhe so hübsch und fein. Miau, 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 miau. Ach, wir werden nie mehr froh. Miau, miau, miau. Wir wissen's beide ganz genau. Miau, miau. Und weh und ach, wir trauern dem Paulinchen nach. Die Kätzchen laufen irr herum, wie war doch das Paulinchen dumm. Jetzt möcht sie gern gehorsam sein. Zu spät sah sie es ein. Ja, Miens und Mauns, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, 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 miau. Wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen, wie's Bächlein auf den Wiesen.
Es zog der wilde Jägersmann sein grasgrün neues Röcklein an, nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint und lief hinaus ins Feld geschwind. Das Häschen aus dem Blätterhaus, das lacht den wilden Jäger aus. Er trug die Brille auf der Nas und wollte schießen tot den Has. Geh ich nach Norden, Süden, Westen, der Wind, er sagt es mir am besten. Man sieht ihm seine Klugheit an, er ist ein stolzer Jägersmann. Ich muss das Häschen suchen gehen, wo find ich es, wo mag es stehen? Ein richtiger Jäger ist das nicht, man sieht's am dümmlichen Gesicht. Das Weidwerk ist ein herrlich Ding, das Häschen er sehr gerne fing. Doch erst versucht er mal einen Tanz, er ist voll Stolz und Freude ganz. Das Häschen läuft ihm hinterher, der Jäger zielt mit dem Gewehr. Er stößt sich selber an die Nas und sieht nicht mal den kleinen Has. Wer haut mich da? Wer mag das sein? Ich bin im Walde doch allein. Oh, schaut euch doch die beiden an. Wer klüger ist, Has oder Mann? Der Jäger ist ein dummer Wicht. Ein Häschen, nein, das trifft der nicht. Jetzt schien die Sonne gar zu sehr, da ward ihm sein Gewehr zu schwer. Er suchte sich ein Plätzchen aus im schönen grünen Blätterhaus. Uah, uah, wie ist es schön im Grase. Uah, so macht ihm nach der Hase. Uah, er legte sich ins grüne Gras. Uah, uah. Das alles sah der kleine Has. Und als der Jäger schnarcht und schlief, der Has ganz heimlich zu ihm lief. Psst. Er schleicht sich sacht von hinten an, wie ein geübter Jägersmann. Die Brille hat das Häschen jetzt sich selber auf die Nas gesetzt. Es nahm die Flint und auch die Brille und schlich davon ganz leis und still. Denn schießen will's aus dem Gewehr. Der Jäger aber fürcht sich sehr. Er läuft davon und springt und schreit: Zu Hilf, ihr Leut! Zu Hilf, ihr Leut! Erschieß mich nicht und lass es sein. Ich bin kein richtiger Jäger, nein. Hilft mir denn keiner in der Not, sonst schießt der Has den Jäger tot. Der Hase macht sich einen Spaß, versteckt am Brunnen sich im Gras. Da kommt der wilde Jägersmann zuletzt beim tiefen Brunnchen an. Der Hase ist der Jäger jetzt, der Jäger ist drob sehr entsetzt. Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetass. Der Jäger springt, die Not war groß, es schießt der Has die Flinte los. Die Tasse schoss der Has entzwei, da rief die Frau, auwei, auwei. Doch bei dem Brünnchen heimlich saß des Häschens Kind, der kleine Has. Der hockte da im grünen Gras, dem floss der Kaffee auf die Nas. Er schrie, wer hat mich da verbrannt und hielt den Löffel in der Hand. Da trug der Has ihn in das Feld und winkt zurück dem tapfern Held. Der Jäger war noch nicht ganz tot. Die Frau, die hilft ihm aus der Not. Das Herz, das ist ihm Zentner schwer. Der schießt bestimmt kein Häschen mehr. Hier kann man es am besten sehen. Angst zu haben ist nicht schön. Der Friedrich, das war ein arger Wüterich. Er war in Stadt und Land bekannt. Wird böser Friedrich nur genannt. Als die Eltern auf der Reise, regierte er auf seine Weise. Und niemand ist im ganzen Haus. Drum denkt sich Friedrich etwas aus. Könnte man mit diesen Sachen irgendwelche Streiche machen? Der Spiegel, was ist damit, du? Den Kronleuchter, den lass in Ruhe. Was willst du denn mit dem Geweih? Na Gott sei Dank, das ging vorbei. Da, ein Wurf! Und viel Getöse. Seht, er freut sich noch, der Böse.
Statt nützlich seine Kraft zu proben, macht er nur Dummheiten hier oben. Wo ist noch etwas heil und gut? Er steigert langsam sich in Wut. Der Käfig ist kein Fußball, du! Lass doch das Vögelchen in Ruhe. Quälst du ein armes Tier zum Scherz, fühlst später du den gleichen Schmerz. Er tritt die Stühl und Vögel tot und alle leiden große Not. Er fängt die Fliegen in dem Haus und reißt ihnen die Flügel aus. O Friedrich, halt ein, wie wird die Schwester traurig sein? Der Leuchter ist kein Tongerät. Halt, Friedrich, halt! Zu spät, zu spät! Strafe folgt stets auf dem Fuße. Doch er hält nicht viel von Buße. Und nur noch Ärger wütet er. O Friedrich, das rächt sich schwer. Im Schrank steht köstliches Geschirr. Doch Friedrich freut sich am Geklirr. Oh weh, wenn das Gretchen sieht. Sie hat doch ein so sanft Gemüt. Wie fürchtet sie den argen Wicht? Seht, selbst die Blumen schont er nicht. Das Zimmer sieht nun grausig aus. Jetzt springt er gar zum Fenster raus. Das Gretchen, von dem Lärm gestört, glaubt erst, sie habe sich verhört. Doch denkt man sich, nun ist es gut? Nein, Friedrich fühlt neue Wut. Das Gretchen, das ist lieb und hold, der Bursche ihr schon lange grollt. Wie hinterhältig ist der Bube. Lauf, Gretchen, lauf in deine Stube. Versteck dich irgendwo im Haus. Zu spät, er holt zum Schlage aus. Und sieh nur, sieh, wie bös er war. Jetzt peitscht er seine Gretchen gar. Wie ein Teufel springt er rum. Sie weint, er kümmert sich nicht drum. Friedrich, willst du artig sein? Umsonst droht ihm das Schwesterlein. Er wirft sie auf die Seite roh. Sie weint noch mehr, das macht ihn froh. Friedrich, das ist kein Kreiselspiel. Dem Gretchen wird das bald zu viel. Jetzt klopft er ihr die Sachen aus. Na endlich läuft sie in das Haus. O Friedrich, was bist du für ein Wüterich? Die Statue ist viel zu schön. Der Lümmel muss zerstört sie sehen. Das arme Gretchen, voll Entsetzen muss sie nun durch das Zimmer hetzen. Das Zimmer hat sie gern geputzt. Was hat das alles nun genutzt? Siehst du, der Sprung gelang dir schlecht. Hat's wehgetan? Geschieht dir recht? Er wirft voll Wut mit dem Geweih. Die Vase ging doch nicht entzwei. Auch sie zerstört der Wüterich. Seht her, das tat der Friedrich. Wenn Friedrich mal ein Mann wird sein, dann schämt er sich der Wütereien. Die junge Kraft gut angewandt, man hätt mit Achtung ihn genannt. Am Brunnen stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Da mit der Peitsche zu sich schlich der bitterböse Friedrich. Er trat den Hund, der machte schön und hat ihn flehend angesehen. Hat Friedrich Mitleid? Kennt er das? Er foppt ihn, schlägt ihm auf die Nase. Er zieht am Schwanz ihn zu sich her. Da seht nur, seht, er quält ihn sehr. Er zerrte ihn am Ohr herum. Das wird dem besten Hund zu dumm. Er schlug den Hund, der heulte sehr. Er schlug und trat ihn immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friedrich, der schrie und weinte bitterlich. Er konnte kaum noch gehen und stehen. Er musste vor Schmerz im Kreis sich drehen. Jetzt fühlt er selbst, wie weh es tut. Quält man den anderen bis zum Blut. Der Schmerz ging ihm zum großen Zeh. Die Wunde tat ihm schrecklich weh. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in den Mund. Ins Bett musst Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein. Der Doktor hat sich angesagt, dem Friedrich das nicht behagt. Voll Angst verkriecht er sich im Bett. Ein Doktor ist ja sonst sehr nett. Doch heute winkt ein Strafgericht. Man sieht's dem Doktor am Gesicht. Er stellt sich ernst und sorgenschwer und Friedrichs Angst wächst immer mehr. Er klagte ihm von seinem Leid. Der Doktor weiß sofort Bescheid. Das Auge prüft er und die Scharte und denkt bei sich, na warte, warte. Er hat mit Friedrich manches vor. Zuerst nimmt er das große Rohr. Er geht zu ihm mit ernstem Schritt und Friedrichs Augen gehen mit. Unsern Friedrich packt das Grauen. Der Doktor will das Übel schauen.
Er nimmt das schrecklich krumme Rohr und setzt es sorgsam sich ans Ohr. Die Bosheit sitzt im Körper tief. Weiter unten, Friedrich rief. Der Doktor prüft ganz unbeirrt. Friedrich ist schon ganz verwirrt. Der Doktor scheint, ist ein Genie. Ihr hört den Pulsschlag auch am Knie. Das ist die Stelle. Hab sie schon. Na, warte nur, mein lieber Sohn. Der hat die Angst vom kleinen Kinde. Der Doktor nimmt die große Binde. Passt auf, jetzt wickelt er ihn ein. Den Friedrich mitsamt dem Bein. Und mit der kunstgeübten Hand legt er ums Bein jetzt den Verband. Der Friedrich stößt unentwegt, den Doktor das nicht sehr erregt. Du liege still, sonst setzt es was. Der Doktor kennt jetzt keinen Spaß. Doch Friedrich gibt keine Ruhe, drum kommt das andere Bein dazu. Der Doktor muss im Stillen lachen, er hat ja sonst viel mildere Sachen. Doch ist es gut, er deckt ihn zu. Nun hat die liebe Seele Ruhe. Er setzt sich hin, in sich gekehrt, doch Friedrich ist noch nicht belehrt. Ja, hier tut ein Exempel Not. Er nimmt die Spritze fliegentot. Er tut dann so, als wollt er spritzen. Der Friedrich möchte am liebsten flitzen. Er kann das wirklich nicht verstehen, dass ihn der Doktor nicht lässt gehen. Ach, könnte sich bekriechen doch am liebsten in ein Mauseloch. Der Doktor macht sich einen Spaß und zieht den Friedrich auf die Nase. Der verkriecht sich in der Decke und glaubt sich sicher im Verstecke. Die Wirkung ist ganz einwandfrei. Der Doktor schmunzelt nebenbei. Jetzt muss es doch schon besser sein. Friedrich fängt wieder an zu schreien. Nur Geduld, mein lieber Sohn. Ich habe ja noch mehr davon. Das hat den Friedrich sehr entsetzt. Am liebsten wäre er ausgewetzt. Der Doktor hat nur drauf gewartet. Für Kinder, die so schlimm geartet, hat er die beste Medizin. Und wie sie aussieht, schmeckt sie grün. Der Doktor schüttelt sich und denkt, mit Liebe etwas eingeschenkt, das kann doch nur von Nutzen sein. Dem Friedrich leuchtet das nicht ein, drum kommt der Gute gleich herbei und gibt die bittere Arznei. Es ist kein Honig, ist kein Saft. Doch ist die Wirkung fabelhaft. Wer Mensch und Tiere so bedroht, dem tut eine strenge Strafe Not. Damit er weiß, wie weh es tat, als er so um sich schlug und trat. Dem Doktor ist es nun gelungen. Friedrich war zur Ruhe gezwungen. Er schläft nun lange, lange Zeit. Und Friede ist es weit und breit. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den guten Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht. Es ging spazieren vor dem Tor ein kohlpechrabenschwarzer Mohr. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, drum nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig angerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kasper kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und zeigte seinen runden Reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Mohrchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Eins, zwei, drei und vier, was will denn das Mohrchen hier? 5, 6, 7, 8, wer hat dich denn so schwarz gemacht? Ist die Farbe echt oder klebt sie schlecht? Schornsteinfeger, Junge, du! Jetzt fällt das arme Mohrchen ja. So einen schwarzen Raben wollen wir bei uns nicht haben. Wir tanzen lieber ganz allein. Doch kommt das
Mohrchen schüchtern rein. Sie ziehen ihn wieder in den Kreis. Dem Mohrchen wird vor Angst ganz heiß. Und vorwärts geht es hopp, hopp, hopp. Mit Bocksprung weiter im Galopp. Da kam der große Nikolas. Wo hat denn der sein Tintenfass? Der sprach, ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Macht ihm das Leben nicht zur Qual, spielt mit dem Mohrchen doch einmal. Sonst werd ich böse, glaubt mir das, ich habe noch mein Tintenfass. Die bösen Buben täuschten ihn, dem Niklas dieses hübsch erschien. Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Mohr. Sie stießen ihn, sie schlugen ihn. Das Mohrchen weiß nicht mehr wohin. Der Niklas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er grollt mit ihnen immer mehr. Die Buben, die erschrecken sehr. Da sprach er einen Zauberspruch und braucht nicht mal ein Zauberbuch. Hokus pokus kaya tokus mono pono pinkus quas, her zur Stell das Tintenfass. Da wurde selbst das Mohrchen blass. Er packte gleich die Buben fest, beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West, den Wilhelm und den Ludewig, den Kasper auch, der wehrt sich nicht. Er kam zum allerletzten Schluss in den rabenschwarzen Guss. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kasper Feuer rief. Hokus pokus pinkus quas, jetzt sitzt ihr im Tintenfass. Dem Mohrchen wurde kalt und heiß, die Tinte, die war schwarz, nicht weiß. Und er färbte und er gerbte und er tauchte, dass es rauchte. Schwarz sind alle wie die Wand, weiß bleibt nur des Niklas Hand. Bis übern Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolas, den Wilhelm und den Ludewig, und auch der Kasper wehrt sich nicht. Hokus pokus, kaya tokus, mono pono pinkus quas, kommt jetzt aus dem Tintenfass. Er holt sie aus dem Fasse raus. Mein Gott, wie sehen die Buben aus, der Wilhelm und der Ludewig. Und Kaspar sind ein Schwarzgesicht. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind. Viel schwärzer als das Mohrenkind. Der Mohr voraus im Sonnenschein, die Tintenbuben hinterdrein. Und hätten sie nicht so gelacht, hätte Niklas sie nicht schwarz gemacht. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein. Und im Felde patschet er mit dem Regenschirm umher. Hui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Robert, halt, dein Schirm fliegt fort. Hol ihn dir, dort liegt er, dort. Und der Robert patschet heiter durch den Sturm und Regen weiter. Spannt den Schirm und trotz dem Regen stürmt dem Sausewind entgegen. Sturmwind, komm und trage mich hoch empor und jage mich. Fliegen möchte ich übers Tal, komm und zieh mich doch einmal. Möchte wie ein Vogel hoch, nimm mich, nimm mich, nimm mich doch. Seht, den Schirm erfasst der Wind und der Robert fliegt geschwind durch die Luft, so hoch, so weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit, an die Wolken stößt er schon. Bald fliegt auch der Hut davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Tief dort unten liegt die Erde. Ob ich sie wiedersehen werde? Das Wasser, das ist nass. Und der Hans,
Wer merkt sich das? Philipp, setz dich hin. Denk an den Familiensinn. Essen kann er auch in Ruhe. Vater drückt ein Auge zu. Seht, der Rauch zieht sich zurück. Auch die Tränen, welch ein Glück. Miau! Paulinchen, tanze mit. Miau! Wie war es schön zu dritt. Paulinchen nimmt kein Streichholz mehr und die Kätzchen freut das sehr. Hokus, Kaya Tokus, Mono Pono Pinkus Quas. Die Tintenbuben aus dem Fass, jetzt sind sie weder schwarz, noch nass. Durchs Fenster rückwärts springen, durch Übung kann's gelingen. Er räumt das Zimmer wieder ein. Der Friedrich kann auch anders sein. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie ohne Lärm zu machen still sind bei den sieben Sachen, beim Spazierengehen auf den Gassen von Mama sich führen lassen, dann kommt zu euch ins Haus das Christkind und der Nikolaus. Er hat in seinem Sack gar viel. Fürs liebe Kind ein schönes Spiel. Besorgt ist die Mama fürs Kind. Nikolaus weiß jede Sünd. Alles ist noch gut gegangen. Weihnachten hat angefangen. Mutti geht mit ihrem Sohn. Und die Dreie warten schon. Manchem ist nicht wohl zumute, denn Gefahr droht von der Rute. Ist weiß auch jetzt Gesicht und Hand. Der Niklas hat sie doch erkannt. Die Tintenbuben sind die drei. Da kommt das Mohrchen auch herbei. Es tut, als wäre nichts geschehen. Die Buben gern mit Mohrchen gehen. Das hat den Niklas froh gemacht. Und jedes Kind wird auch bedacht. Wer artig ist, bekommt auch schon den lang gewünschten Weihnachtslohn. Eine Trommel kriegt der Ludewig. Und die Trompete ist für dich. Die schöne Ziehharmonika, die ist allein für Kasper da. Das Schönste doch bekommt der Mohr. Bescheidenheit geht immer vor. Dem Mohrchen ist sein Wunsch erfüllt, der Niklas lächelt still und mild. Freunde hat er nun gewonnen, ein neues Leben hat begonnen. Und weil der Niklas ihm verzieh, sind froh die drei, so wie noch nie. Ach Nikolas, du brauchst nicht mehr dein Tintenfass. Wir spielen mit dem Mohrchen schön und danken dir. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
Da ist ja Robert schon zurück. Das nenne ich aber großes Glück. Am Ende war es doch kein Vergnügen, pfeilschnell durch die Luft zu fliegen. Er bleibt bei Sturm jetzt hübsch zu Haus. Den Schirm lässt er dem Nikolaus. Der Niklas wirft ihn fort im Spaß. Nun fliegt er wie eine Untertass, so hoch, so weit er fliegen mag. Für Robert ist jetzt Weihnachtstag. Und Nikolaus behängt ihn schwer. Jetzt fliegt der Robert niemals mehr. Was zappelt denn dort vor der Tür? Ach ja, der Philipp zappelt hier. Er möchte so gerne ruhig sein, drum reitet er per Stock herein. Nie mehr will er die Decke reißen, nie mehr auch das Geschirr zerbrechen. Der Niklas glaubt, dass er bekehrt und schenkt ihm drum ein Steckenpferd. Festhält den Reiter jetzt das Pferd. Auf Zappel legt er keinen Wert. Herr Nikolaus, wir danken schön. Es geht hopp hopp, auf Wiedersehen. Hoppel die Poppel, wer ist denn das? Hoppel die Poppel, der kleine Haas. Will der denn auch zum Nikolaus? Hoppel die Poppel, bist ja zu Haus. Was hoppelt denn da so um mich herum? Er sieht ihn nicht, dreh dich doch um. Hoppel die Poppel, ist das ein Spaß? Ja, seh ich recht, der kleine Haas. Was will er denn vom Weihnachtsmann? Schnell guckt er sich das Säckchen an. Na, was bekommt das Häschen wohl? Einen riesengroßen Blätterkohl. Hoppel die Poppel, das ist aber fein. Hoppel die Poppel zum Häselein. Haut jetzt einmal her, was hab ich da? Nun staunt ihr sehr, das Däumchen 1 und Nummer 2. Und alles ohne Hexerei. Beide Daumen sind doch da und es freut sich die Mama. Das muss er doch dem Niklas zeigen. Immer sind sie jetzt sein eigen. Am Daumen lutscht er nie, nie mehr. Darüber freut sich Niklas sehr. Und für einen solchen Fall gibt es wohl den größten Ball. Um den zu halten, das ist wohl bekannt, braucht man Däumchen an der Hand. Paulinchen aus der Asche kam und gleich den Weg zum Niklas nahm. Doch der Niklas macht zum Scherze die Probe mit der Wunderkerze. Paulinchen aber weicht zurück. Und das ist nun ihr Weihnachtsglück. Seht ein Püppchen gleich mit Bett, schenkt der Niklas ihr. Ist das nicht nett? Nun ist das Leben wieder schön. Mein Püppchen kann sich mit mir drehen. Miens und Mauns, habt ihr gehört? Paulinchen ist zurückgekehrt. Miau, wir wollen uns wieder drehen. Miau, wie ist das Leben schön. Miau, 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 miau. Jetzt sind wir beide wieder froh. Und es tanzt der Nikolas mit den Kätzchen so aus Spaß. Ach, lieber guter Nikolaus, wie sieht's mit unserer Weihnacht aus? Hast du denn auch an uns gedacht und uns was Leckeres mitgebracht? Miau, 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 miau. Wir naschen gerne, es ist mal so. Miau, 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 miau. Zwei Mäuschen schau für mich und meine liebe Frau aus zuckersüßem Marzipan. Das hat der Niklas recht getan. Hans trägt die Nase in die Höhe. Willst du wohl runter, Jemine? Sie will hoch und er will runter. So geht es immer kunterbunter. Rauf, runter, rauf. Der Niklas, der passt auf. Wenn ich jetzt nur noch Sport betreibe, immer auf der Erde bleibe, ist sein Vorschlag. Rückschlag, Handschlag, Überschlag. Und das jeden Tag. Wär's nicht ein Vertrag? Springe nicht mehr hin und her. Bleibe hübsch jetzt im Parterre. Niklas lächelt leise und erreicht ihm weise, siehst du's hier, ein Klavier. Denn wer da übt in schönen Tönen, muss sich an Maß und Schritt gewöhnen. Grüß Gott, der Kasper, rund und dick, ist von der Reise auch zurück. Die Schüssel hat er mitgebracht. Und er isst jetzt gleich für acht. Da ist der Niklas aber froh. Er stopft ihm die Terrine so, dass sie von Naschwerk überschwemmt. Na, wie jetzt der Kasper schleppt. Da ist ja unser guter Hund. Er trägt die Peitsche noch im Mund. Er hat sie wieder mitgebracht und nimmt sie sorgsam sehr in Acht. Der Niklas spricht, na, gib mal her,
Die Peitsche brauchen wir nicht mehr. Dafür kriegst du, mein gutes Tier, noch viel was Schöneres von mir. Schau, so viel Würste, eine Kette, wenn die wohl jedes Hündchen hätte. Schön ist so ein Hundeleben, kannst du denn auch Pfötchen geben? Und stolz geht unser guter Hund, ihm schlägt die richtige Weihnachtsstund. Wer kommt denn da in kühnem Schritt? Kein Hund geht zur Begleitung mit. Er zieht die Mütze, streckt die Hand. Dem Niklas scheint er sehr bekannt. Ja, denn er greift gleich nach der Rute. Ganz bitterböse ist der Gute. Das ist der Bruder Liederlich, der übermütige Friedrich. In den Sack muss er hinein. Da hilft kein Bitten mehr, oh nein. Oh Friedrich, warum warst du solch wüterig? Von allen wirst du angeklagt, die du gequält hast und geplagt. Hast keinen Freund, der zu dir steht. Die Reue kommt jetzt viel zu spät. Doch seht, ein Wunder jetzt geschieht. Vom Ferne her erklingt ein Lied, ein heller Schein, der Raum wird weit. Woher kommt diese Herrlichkeit? Das Christkind kam aus Himmelshöhn und viele Englein um es stehen. Still schauen sie auf den Jungen, der nie sein Herz bezwungen. Da winkt das Christkind ja auch schon. Kläglich hüpft er vor den Thron und Christkind spricht: Mein Nikolaus, lass Friedrich aus dem Sack heraus. Der Niklas brummt, kann's nicht verstehen, doch Christkinds Willen muss geschehen. Mit seinem liebevollen Blick hält es den Niklas noch zurück. Ein Geschenk bekommt er gleich. Glücklich fühlt er sich und reich. Er wickelt's aus und er erbleicht. Die Peitsche man ihm überreicht. Ein Grauen packt ihn jetzt davor. Was war er für ein dummer Tor? Die Peitsche fällt ihm aus der Hand. Die Reue ihn nun übermannt. Ganz tief muss er sich schämen. Er soll die Peitsche wieder nehmen? Doch mit seinem sanften Blick führt's Christkind Friedrich zurück. Die Peitsche wird ein Eselein und Friedrich bedankt sich fein. Er schaut noch immer wie im Traum das Wunder und er fasst es kaum. Die Einsicht kommt ja nie zu spät und nun gedankenvoll er geht. Wer will denn da zum Christkind hin? Ein Name kommt mir in den Sinn. Seht einmal, da steht er. War das nicht der Struwwelpeter? Diesem Jungen wohlerzogen ist das Christkind sehr gewogen und es bringt ihm Guts genug und ein schönes Bilderbuch. Der Weihnachtsnacht sind die Bilder aufgewacht und der Struwwelpeter lacht. Er ist so froh bewegt, dass er sich zum Tanze regt. Schön ist alles, was er denkt, wenn er auch den Rahmen sprengt. Thank you.